In der vierten Staffel der Netflix-Serie «Haus des Geldes» hat sich die Crew des Professore immer noch in der Bank verschanzt, um die Goldvorräte aus dem Tresor zu rauben. Und jetzt hat sich auch noch ein Feind eingeschlichen. Von der Tokio-Darstellerin wollen wir via Videocall wissen, wie sie die Dreharbeiten auf engstem Raum empfunden hat. Es war klaustrophobisch. In vielen Szenen geht es um Leben oder Tod. Dabei gibt es nicht nur physische, sondern auch psychische Konfrontationen, die alle an ihre Grenzen brachten. Das Gefühl der Enge wirkte ansteckend. Dafür können wir nun in unserer engen Stube zu Hause für 8 neue Episoden alles um uns herum vergessen, denn die vierte Staffel bietet mehr Action und Spannung als alle bisherigen. Wenn wir mit dieser Serie den Menschen helfen, besser durch die Quarantäne zu kommen, macht uns das glücklich. Und es ist auch eine gute Gelegenheit, darüber zu reflektieren, was da draußen gerade alles passiert und wie wir als Menschen, die sich alle denselben Planeten teilen, besser werden können. Stimmt, denn Haus des Geldes hat nebst viel Action auch eine tiefgründige Komponente, bei der sich der Professore als moderner Robin Hood mit sozialer Gerechtigkeit befasst. Besseres Timing geht also nicht.